Hallo liebe Spielenden, willkommen zu einem neuen Let's Play und Livestream, je nachdem man ihr einschaltet, von Satisfactory. Ich bin Gary Metatron und ich teste heute mal den Early Access von diesem Spiel. Es ist ein Aufbauspiel, man soll für eine Firma wohl eine Fabrik erstellen. Ich mag Simulationen, wo man Städte aufbaut, wo man ja auch Planeten entdeckt und so weiter und so fort. Und hier ist es so, man soll ein Planet wohl bevölkern mit einer, ja, nicht Bevölkerung, nicht Dörfern und sowas, sondern einer Fabrik. Man soll Geld verdienen. Und da bin ich mal ganz gespannt, was wir da alles für Fließbänder bauen werden. Und es ist, wie gesagt, Early Access seit 19. März. Und jetzt kann man auch in Deutsch spielen. Es ist noch ein Work in Progress, ja, also man muss noch ein bisschen was Englisch lesen. Aber manche Sachen sind schon in Deutsch und deshalb würde ich sagen, starten wir einfach mal das Spiel und gucken uns an, was wir machen müssen. Wenn das Spiel zu laut ist, wenn ich zu leise bin oder andersrum, sagt Bescheid, dann ändere ich was an den Soundeinstellungen. Es geht los. Wo wollen wir denn starten? In den Grasfeldern, weitläufiges, flaches und offenes Gebiet mit zahlreichen Biomasseflächen. Das Errichten von Gebäuden ist einfacher, die Distanz sind jedoch länger. So, dann haben wir hier karges, mittelgroßes Gebiet am Meer, das großteils flach ist, mit ausgewogenen Entfernungen und Bebauungsmöglichkeiten, aber begrenzter Biomasse. Oder der Northern Forest, kleine, aber üppige Bergregion, umgeben von verschiedenen Biomen, was das Bauen erschwert, aber Biomasse zu einer verbreiteten Ressource macht. Ich würde sagen, wir gehen lieber mal ein paar Meter länger und entdecken lieber was, bevor wir ja zu viele Probleme beim Bauen kriegen und zu wenig Platz da ist. Also, Grassfields nehmen wir, die Session ist Friends Only, also von mir aus können auch Freunde mitmachen. Bei Epic habe ich allerdings noch nicht so viele, das Ganze ist über den Epic Store erhältlich, exklusiv. Ich glaube, woanders gibt es das gar nicht. Und der Session Name ist natürlich Garion 1. Das erste Mal starten wir Satisfactory. Und ja, sieht doch schon mal ganz gut aus, das Logo. Ich bin mal gespannt, ob ich sofort mal hier ein schönes Fließband bauen kann oder was ich hier als erstes bauen muss. Ich habe keine Ahnung, wie es anfängt. Ich habe nur Bilder gesehen, dass man was Cooles bauen kann, aber es ist wohl auch ein Spiel, wo man Ressourcen sammeln muss. Also was man halt so kennt von Erkundungsspielen. Hat OS. Okay. Wir sind in einer Raumkapsel. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Wir landen hier also gerade auf einem unerkundeten Planet für eine Firma. Wir sind ein Mitarbeiter einer Firma und da sieht man schon, wie er aussieht. Oh, das sieht doch interessant aus. Hier wird es Tiere geben, hier wird es Ressourcen geben, die ich analysieren soll, die ich bauen soll. Und wir sind gelandet. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%.
efficiency first. Godspeed. Sehr nice. Da sind wir gelandet. Ist das unsere Waffe? Oder unser Schraubendreher? Ich weiß es noch nicht. Ja, eingehende Nachricht. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note, objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. We do not waste. Wir verschwenden nichts. Ich soll erstmal meine Landekapsel auseinandernehmen. Ich bin einer von drei, die hier gelandet sind. Und drücke F zum Starten des Demontagemodus. Also die spricht zwar noch Englisch, aber der Text ist zum Glück schon Deutsch. So, Demontagemodus. Halte linke Maustaste und kaputt. Ein Hubteil habe ich bekommen. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note, according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Und jetzt seht ihr es auch schon ein bisschen Englisch. Press Tab to open your inventory und dann drag and drop equipment to your hand slot. So. Also, so ist meine Figur, das ist mein Charakter. Und das Teil soll in die Hand. To your hand slot. Ne? Ist ja klar. Moment, ich versuch's nochmal. Jawoll. Jetzt habe ich den Xenosepper. Aha. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Drücke C, um nach Ressourcen zu suchen. Wir sollen Eisen suchen. Und dann gucken wir doch mal, das brauchen wir für die Fertigung. So, jetzt haben wir was gesucht. Aha, da hat es geblinkt. Halte E, um Ressourcen zu bekommen. Ja gut, wenn wir sie finden, ne? Und das ist also C. Ne? Ihr seht das hier so. Tab ist das. Und F ist Abbruchmodus. Hiermit breche ich was ab. Also sehr einfach gehalten. Und hiermit kann ich mich wehren. Ja, wenn Monster kommen. So, ich kann auch hier Blätter aufheben. Oh, kennt man alles schon. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Ah, wir sollen noch ein bisschen analysieren, aber hier Kohle kann man schon mal abbauen. Jawohl. So geht's los. Und hallo an Nico, hallo an Ludgalu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird mal ein Survival-Spiel gespielt. Was aber auch ein Aufbauspiel ist. Also beides auf einmal sozusagen. So, ich weiß gar nicht, ob ich das alles brauche, was ich hier gerade aufbaue. Aber ich muss erstmal gucken, was ich denn überhaupt alles finden kann. Hier ist Kalkstein drin. Ja, im Moment läuft's. Und ihr seht schon, das ist mein Inventory. Da haben wir also schon Kohle. Wir haben schon ein bisschen Kalkstein. Blütenblätter. Und einfache Blätter. Sehr nice. Hier haben wir ein Hubteil. Grundstruktur. Kann ich bis jetzt noch keine bauen. Drücke C, um nach Ressourcenvorkommen zu suchen. Hold E to gather Ressourcen. Okay, das haben wir geschafft. Eisenerz benötige ich für die Fertigung. Da ist Eisenerz, wie es aussieht. Moment, ich muss noch mal gucken. Ja, gehen wir mal dahin. Ich glaube, da hinten haben wir Eisen. Oh. Ich glaube, ich höre Monster. Oh ja, da ist einer. Oh ja, da ist was. Ja, ich kann aber Strom reinhauen in die Monster, aber muss natürlich aufpassen. Ich habe unten nicht so viel Leben. Ja.
erste ist schon erledigt. Blätter und Holz. Holz habe ich jetzt auch. Aus den Tieren kann ich noch nichts rausholen. So, und da müsste Eisen drin sein, in dem Riesenstein. Oder haben wir hier Eisen? Ja, Eisenerz. Dann holen wir doch mal ein bisschen Eisenerz da raus. Sehr gut. Objective. Build the hub. Note. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Okay, bester Progress ist, wenn man bei einem Eisen, bei einer Eisenader baut. Ich baue jetzt einfach mal hier, hier ist ein bisschen Platz. Und jetzt haben wir ein Baumenü. Das erste ist ein Hub. Die Hub. Das Herz deiner Fabrik. Hier schließt du Aufträge, Meilensteine ab von der Firma, die heißt Fizit, um zusätzliche Baupläne für Gebäude, Fahrzeuge, Teile, Ausrüstung und so weiter freizuschalten. Ja, dann bauen wir mal einen Hub, würde ich sagen. Und da ist er auch schon. Das Hub. Das ging schnell. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Super. Objective, Hub Upgrade, Storage and Power. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Okay, verbessere die Hub mithilfe des Hub Terminals, das ist hier das, und fertige an der Werkbank Teile an. Erstmal versuchen wir das jetzt hier mal zu verbessern. Aha, es gibt Stufen. Stufe 0. So, und dann gibt es nachher noch ganz viele andere Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen insgesamt. Und hier ist ein Hub-Upgrade. Upgrade 2, Upgrade 3. Also das kann auch noch öfter geupgradet werden. So, und was wollen wir denn upgraden? Alles. Meilensteinkosten sind 10 Eisenstangen. Okay, dann wollen wir diesen Meilenstein auf jeden Fall. Hub-Upgrade. Warte auf Ressourcen. Und da braucht er Eisenstangen. Habe ich keine? Ich habe hier irgendwo Eisenerz. Kann ich also nicht benutzen. Gerade keine Möglichkeit. Ich soll an der Werkbank Teile fertigen. So, Eisenstangen. Da sind sie. Und für Eisenstangen brauche ich Eisenplatten. Und für Eisenplatten brauche ich Eisenbarren. So, die können wir fertigen. Auf geht's. Ja, wie geht's? Ich muss die da irgendwie hinziehen. Ich muss erstmal checken, ne? Ich muss das ja auch erstmal alles verstehen. Wo müssen die jetzt hin? Ach, einfach festhalten. Okay, das war einfach. So, jetzt baue ich hier meine ersten Eisenbarren. Rechte Maustaste in Liste zur Aufgabenliste hinzufügen. Moment. Ah ja, da zur Aufgabenliste. Guck, dann... Ah ja. Dann baut er die alle selber. Oder irgendwie so. Habe ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Aber Hauptsache, wir haben schon mal ganz viele Eisenplatten gebaut. Jetzt bauen wir ganz viele. So. Und die Eisenstangen sind jetzt die Frage. Moment. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ah ja, ich hätte aus den Eisenbarren Eisenstangen keine Eisenplatten machen müssen. Tada! Kann ich hier auch auseinandernehmen. Split Stack geht. Aber wegschmeißen geht nur sonst noch. Ja, dann müssen wir nochmal Eisen holen. So schnell kann es gehen. Habe ich wieder ein bisschen zu schnell gebaut hier. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch Eisenerz. Das ist schon mal super. Alles ist in der Nähe. Dann machen wir jetzt diesmal aber aus dem Eisenerz keine Eisenplatten, sondern Eisenbarren. Mein Leben sieht sehr gefährlich aus unten. So. Nochmal das Ganze. Also rechte Maustaste in Liste zur Aufgabenliste hinzufügen. Zack. Und dann linke Maustaste über Schaltfläche fertigen. Der soll dir jetzt auch bauen, ne? Irgendwie.
Eisenerzbeisenaren. Aber wie baue ich die denn jetzt? Jetzt ist das da, die Aufgabenliste, aber er baut sie nicht. Ich muss mich noch ein bisschen damit beschäftigen. Erstmal baue ich sie nochmal manuell. So. 10 Eisenstangen brauchen wir auf jeden Fall. Und da sind sie. Jetzt kann ich da auch ein paar bauen. Ja, das geht ja relativ zügig in einer Zeit. Hat man ja hier echt schnelle Bauart. So, und jetzt haben wir die 10. Wir können ein Upgrade machen. Jawohl. Hab verbessern. Ui. Neue Gebäude, neue Ausrüstung, neue Teile. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. Kupfer kann ich jetzt mit dem Scanner finden. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Okay, neue Ausrüstung, Gebäude und so weiter. Hub upgrade, construction. Connect buildings to a generator for power. Gebäude zur Stromversorgung. Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Portable Abbaugeräte, Miner, Schmelzer. Oh mein Gott, was will der gerade alles von mir? Halte C, um die Ressource auszusuchen, die du scannen willst. Ah ja, entweder Eisenerz, das habe ich jetzt schon, oder Kupfererz. Sehr schön. Ja, Kupfererz, ah ja, da sieht man es oben auf dem Kompass, sieht man, wo Kupfer ist, in diese Richtung. Und, hi Captain Realjog, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin hier gerade ein neues Survival-Spiel, ein neues Aufbauspiel am Ausprobieren. So, build an equipment workshop and craft a portable miner. Jetzt gucken wir erstmal in die Aufbewahrungsbox. Ah, da können wir also auch ein bisschen was reinpacken, wenn wir voll sind. Schon mal super. Und was ist das Ding hier? Biomassenbrenner. Der braucht Strom. No connection. Ja, der hat so einen Standby-Modus, kann man ein- und ausschalten. Strom ist keiner drin, also kann der auch noch nichts machen. Gut. Dann soll ich jetzt mal an die Workbench gehen. Build an Equipment Workshop. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also Kupfer und sowas alles ist jetzt die nächste Ressource, die wir bauen können. Dann Equip a Portal Miner. Ich guck mal, was hier steht jetzt. Also Equipment Workshop. Ja, man muss erstmal durchblicken. Meilensteine sind hier. Das ist das Hub-Upgrade. Mehr geht noch nicht. Konstruktor, Strommasse, Biomasse, okay. Inventory Slots kann man also erhöhen. Construct kenne ich auch noch nicht. Aber was meint er denn jetzt? Halte C, um die Ressource zu scannen. Das habe ich gemacht. Baue ein Equipment Workshop und craft a portable miner. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie baue ich? Ach, mit Q. Ah. Ausrüstungswerkstatt. Das meint er mit Workshop, würde ich sagen. Was haben wir noch? Das habe ich. Genau, Werkbank, Ausrüstungs-Equipment Workshop ist das hier. Und das ist eine Schmelzerei, kann automatisiert werden, indem Erz mit einem an den Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt wird. Okay. So, ich soll eine Ausrüstungswerkstatt bauen, hat er gesagt. Dann bauen wir die mal hier hin, an den Hub. So. Das war doch mal wieder ein guter Schritt. Hab ich. Und craft a portable miner. Jetzt soll ich hier einen portable miner bauen. Aha, hier. Mobiler Miner. Und dafür brauche ich Draht. Und Kabel. Die muss ich mit Kupfer bauen. Kupfer habe ich noch nicht. Die Platten sind kein Problem. Also ich muss ganz viel Eisen und ganz viel Kupfer jetzt besorgen. Dann kann ich einen Portable Miner haben. Und dann kann ich das irgendwo hinbauen. Das Game heißt... Ui, Moment, aufpassen. Das sind hier. Bisschen vorsichtig, ne? Die könnten ja angreifen, theoretisch. Ja, okay, die hat auch noch eine Giftwolke. Ja, die greift auch an. Hat eine Giftwolke. Dann bleiben wir mal weg davon. Das ist mir noch zu gefährlich. Wir haben noch keinen...
kein, ja, wie heißt das? Jetzt fällt es mir nicht ein. Keine Atemmaske. So, Kupfererz, hier ist es. Nehmen wir sofort mal alles mit. Oh, mein Leben blinkt schon rot. Gar nicht gut. Wie sieht mein Inventory aus? Satisfactory heißt das Spiel. Also Factory und Satis ist halt, Satisfaction ist ja befriedigend. Also froh sein, fröhlich sein. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Ach, Object Scanner Identification. Ich kann also manche Sachen, die mich heilen, mit Objektscannern. Da. Palo-Blätter, Verbrauchsmaterial. Kann gegessen werden um Gesundheitsregeneration. Weitere Informationen. So, jetzt habe ich die mal genommen und. Ja, haben mich sogar ein bisschen geheilt. Das ist doch super. Ja, also, man muss alles erstmal ein bisschen verstehen. Und jetzt geht's weiter. Also, jetzt habe ich eigentlich genug Kupfer. Aber, Moment, Portable Miner. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Habe ich den auch hier drin stehen? Ne, da ist die Stromleitung. Die sollte ich auch gleich bauen, hieß es. Aber jetzt erstmal Portable Miner. Also, Eisenplatten, Draht 8, Kabel 4. Ganz viele Eisenplatten, Draht 8, Kabel 4. So. Dann wollen wir mal. Also, Kabel. Nee, dafür erstmal Kupferbarren. Kupferbarren brauchen wir erstmal für Draht. Ja, okay. Kupferbarren erstmal. So, aus dem Erz bauen wir erstmal Barren. Das passt doch schon mal. Ich habe noch nicht verstanden, wie das mit der rechten Maustaste geht, in die Liste zu tragen. Dann habe ich zwar eine Aufgabenliste, aber die macht er irgendwie nicht automatisch, dass er die abarbeitet. Ich glaube, das macht er dann erst, wenn man diese Förderbänder hat. Das kommt aber erst später. So, ja, sieht ein bisschen wie No Man's Sky aus, geht aber um eine Fabrik zu bauen für eine Firma. Man ist ein Angestellter einer Firma. So, und jetzt Draht. Ah ja. So, ein bisschen Draht behalten wir mal übrig. Kabel. Davon sollte man, glaube ich, 4 oder so bauen. Ich baue mal ein paar mehr. So. Und Eisenplatten sollten wir, glaube ich, auch noch ein paar bauen. So, ich glaube, jetzt müssten wir schon genug haben für den Portable Miner. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir den hinpacken sollen. Das habe ich noch nicht ganz kapiert. So, ja, sieht gut aus. Alles ist da. 4 davon, 8 davon, 4 davon. Und Portable Miner ist im Inventory. Nice. Kann auf einen Ressourcenknoten errichtet werden, um die Ressource automatisch zu extrahieren. Sehr begrenzter Lagerraum. Okay. Equip a Portable Miner. Das heißt, den ziehe ich jetzt erstmal an. So, da haben wir ihn. Und dann and place it on a resource node. Okay, resource node. Was ist eine resource node? Ne? Das ist halt jetzt erstmal die Frage. Da müsste eine sein. Wenn es da blinkt. Ich sammle hier weiter Blumen. Man kann ja nie wissen, wann ich mich wieder heilen muss. So, erstmal wieder was essen hier. Sehr schön. Ich bin ja fast schon wieder geheilt hier. Klappt ja alles wunderbar. Ich bin mich echt noch am Einspielen, ne? Also frag mich nicht. Ich könnte auch Doppelklick hier drauf, dann hätte ich diesen Blitzer. Okay, das verstehe ich. Rechte Maustaste, Stapel teilen. Control ziehen. Übertragung aller Stapel vom Typ. Okay. X ist Post. Dieses Verbrauchsmaterial. Ach, guck mal, das, was sie sagt, kann man auch wieder abspielen. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Aha, und die Blütenblätter färben. Ach, und die Tutorials kann man sich auch alle nochmal anhören. Das ist ja cool. Dann kann ich ja jetzt mal gucken. Strom wird von Generatoren erzeugt, die nach Typ unterschiedliche Ressourcen verbrauchen. Okay. Aber wichtig ist ja, dass ich diesen Miner jetzt irgendwo hinstelle. Ich stelle mal hier hin. Ne, geht nicht. Im Moment macht er nichts.
Da ist Kupfer. Da gehen wir jetzt mal hin. 320 Meter. Oben am Kompass sieht man es jetzt auch. Da. 480, 200, ich gehe mal da hin. 270 Meter Entfernung. Ich habe auch V. Ah ja, eine kleine Taschenlampe haben wir auch. Passt doch schon mal. Dann wird es ja nicht ganz so dunkel. Aber muss ich echt so weit laufen? Für das bisschen Kupfer? Habe ich eigentlich eine Map? Ne, Map gibt es da keine. 180 Meter. Ist wirklich die nächste Kupfermine. Oh, da ist ein dickes Tier. Uiuiui. Na du? Du siehst friedlich aus. Sei schön brav. Mach Sitz. Nee, du sollst dich nicht hinstellen. Du sollst Sitz machen. Obwohl, ja, auf zwei Pfoten stehen. Wie heißt das nochmal? Egal. Oh, wo ist die Not? Da. Ich würde sagen, die ist es. Ja, da leuchtet sie. Da stellen wir jetzt mal den Miner hin. Mal gucken, was dann passiert. Oh, oh, oh. Folgendes aufzuheben. Da steht sie. So. Auch die sind nicht so schlimm. Sie arbeitet. Ja, der Miner arbeitet. Geh weg. Die greifen aber an. Auch wenn sie nicht schlimm sind. Dann sind wir mal nicht so. Doch, er greift wirklich an. Der kleine Mistkerl. Komm her, du. Nein, töte mich nicht. Ha, ich hab gewonnen. Ha, da, nochmal. So. Fieses Vieh. Okay. Jetzt baut er ab. Und er baut Kupfererz. Kräftig Kupfererz ab. Das ist schon mal super. Jetzt. Und place it. Build a smelter to automate production of ingots. Build a smelter. Smelter ist dieser Schmelzer hier. Und dafür fehlt mir jetzt. Dafür fehlt mir eine Eisenröhre. So, dann wieder zurück. Ich nehme einfach mal ein bisschen von dem Kupfer mit, damit ich schon mal was habe. Aber ich glaube, das geht gleich alles automatisch. Ihr werdet sehen, das geht gleich alles besser. So, der kann ruhig weitermachen. Ein Glück sieht man, wo man hin muss. Also es wird nachher auch Fahrzeuge geben, also Autos. Und da kommt man schneller durch die Gegend. Also macht euch nicht verrückt. Das ist natürlich am Anfang immer dieses ganze Erkunden und erstmal die ersten Punkte finden, die ein bisschen was brauchen. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Object scanner habe ich noch nicht, aber ihr habt gehört, das ist auch für Leben. Dann esse ich das jetzt auch einfach mal. Wo ist es? Da ist es. Oh, 14 Stück. Das ist gut. Yo, das sieht doch schon mal gut aus da unten mit dem Leben. Ein Glück kann man auch schnell essen. So, dann nehmen wir die gut mal als Lebensteil mit hier. Ich bin wieder voll geheilt. Und sag mal gerne, schaust du dir Outward in der nahen Zukunft auch mal an? Das weiß ich gar nicht genau. Also als nächstes habe ich vor Guardians of Era oder... Ne, wie heißt das Ding? Moment. Guardians of Ember auszuprobieren. Sowas wie Diablo oder so, aber Free-to-Play. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich noch alles so ausprobieren werde. Auf jeden Fall bin ich im Moment so ein bisschen am Rumprobieren. Aber sowas interessiert mich halt schon immer hier, so ein Aufbauspiel. So, Smelter. Für den Smelter brauchen wir noch Röhre. Hier diese Eisenstangen. Bauen wir mal zwei. Oh, das geht schneller, als man denkt. So. Und jetzt der Smelter. Ja, passt, reicht. Ich baue den jetzt einfach mal hier hin. Rein aus Prinzip. Meine Schmelzerei ist schon mal fertig. So, und jetzt Production of Ingots. Gucken wir mal. Aha, Kupferbarren. Automatisch bauen. Production. So. 30 pro Minute ein Kupfererz. Eingang ist Kupfererz.
Standby. No Power. Genau, dafür steht da. Benutze den Biomass Burner to supply power to your buildings. Okay, jetzt erstmal Biomass Burner. Was ist Biomasse? Hier die Blätter. Jo, Biomasse, Strom läuft. Strom läuft. Korrekt. Jetzt fängt es an schon hier zu qualmen. Ein bisschen Luftverschmutzung muss sein. Und jetzt Stromleitung. Hiervon. Dahin. Jau. Läuft. Das ist ja cool. Schmelzerei ist aktiv. Sehr gut. Und jetzt soll ich Upgrade 2 abschließen. Heißt, ich gucke nochmal hier rein. Dafür brauche ich auch wieder ganz viel Draht und noch ein paar Eisenstangen mehr. Okay. Ich glaube, das waren jetzt nicht genug, ne? 8 Stück. Mir fehlt jetzt Eisen. Schmelzerei, Stromleitung, mobile, Kupferbahn, Draht. Okay, das habe ich dann alles. Das ist also schon mal super. Mir fehlt jetzt nur noch Eisen. Ich muss mal eine Eisennot finden. Dann dürften wir auch das Ding hier schon wieder vergrößern. Unser Hub. Eisen. Da ist Eisen. 200 Meter, 400 Meter, 320 Meter. Ist alles so weit weg? Ich muss so weit laufen für alles. Ich muss mal gucken, dass ich das hier irgendwo finde. Das ist Kohle. Kommen wir bestimmt auch bald. Das. Nix, ein Stein. Blätter ist Biomasse, ne? Nehme ich alles mal mit. Kalkstein brauchen wir bis jetzt noch nicht. Eisen wäre schon gut. Grapsch, grapsch. Alles aufheben, was man finden kann. Vor allen Dingen hier Lebenssachen. Beeren ist immer gut. Also nachher baut man wirklich auch von dieser Maschine aus Fließbänder und dann geht das alles automatisch. Also wir brauchen nur ein bisschen Zeit, ne? Die erste Aufbauzeit dauert immer ein bisschen was länger. Kein Eisen, kann doch nicht wahr sein. Ich finde gerade kein Eisen. Guck mal, das da vorne. Och nö, nicht schon wieder diese blöden Viecher. Da ist Eisen. Da ist ein Eisennot jetzt hier wieder. Na komm her. Wenn du unbedingt angreifen musst, dann muss ich dich vernichten. Oh, 2 Stück ist gefährlich. Wo sind die schnell? Wo kommst du her? So. Kleines fieses Vieh. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Okay. Jetzt haben wir das Eisenerz abgebaut. Und hier könnten wir jetzt auch so ein mobiles Teil hinstellen. Hätten wir noch einen mehr. Haben wir aber nicht. Kann ich einen bauen noch einen? Ne, die Werkbank ist ja ganz woanders. Aber alles kein Problem. Jetzt haben wir Eisen. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall das Upgrade 2 von dem Ding hin. Das ist schon mal super. Essen wir mal wieder was. Was ich hier schon mag, ist, ich muss nicht auf die Luft gucken. Ich brauche nicht zu tauchen. Ich brauche nicht zu trinken. Alles das, was man bei ja, Subnautica doch relativ anstrengend machen musste, ist hier ein bisschen einfacher. Dieses Spiel kann man auf 3 verschiedenen Planeten spielen. Ich spiele es hier gerade jetzt in einem Grasplaneten, da sind die Entfernungen alle ein bisschen weiter weg, wo die Biomasse ist, die man braucht, oder die Ressourcen, die man braucht. Dann gibt es eine, dann gibt es eine Version,
habe ich am Anfang gemacht natürlich, konnte man da sehen. Da gibt es eine Schneewelt, da sind die Sachen nicht ganz so weit weg, aber man hat weniger Platz. Und dann gibt es eine Dschungelwelt, da sind die Sachen alle ganz nah beieinander. Aber da hat man halt Schwierigkeiten wegen den Bäumen zu bauen und sowas alles. Da muss man halt gucken, hat man genug Platz. Hier ist ja jetzt super viel Platz, darum habe ich mir jetzt erstmal die Welt genommen, auch wenn wir da ein bisschen mehr für laufen müssen. Okay, jetzt aber. Upgrade 2 ist jetzt möglich. Alles habe ich gebaut, was da steht. Und, ach nee, ich habe jetzt die beiden Dinger und die Kupferdraht noch nicht gebaut. Moment, das geht aber schnell. Erstmal die Eisenbahn hier verarbeiten. Nicht genug Platz im Inventar. Das kommt also auch mal vor. Ein Glück gibt es das Teil hier. Dann tun wir die Blätter mal da rein. Die Färbeteile brauche ich nicht. Jetzt fängt also auch schon das Management mit dem den Panzer von dem Tier brauche ich nicht. Holz habe ich bis jetzt auch noch keins gebraucht. Kalkstein auch noch nicht. Was ist das? Kohle auch noch nicht. So. Also, weiter geht's. Erstmal noch ein paar Eisenstangen. Dann ganz viel Draht. So, wir bauen noch ein paar hiervon. Kupferbahn brauchen wir immer, ne? Das macht die Maschine ja generell, fällt mir gerade so ein. Ne? Wenn ich jetzt hier an die Maschine gehe, müsste da ja auch Draht drin sein. Kupferbahn drin sein. Jo. Passt sogar. Ausgang. 30 pro Minute. Wo ist denn das jetzt alles, das Zeug? Hat er das hier hingeschmissen oder was? Hm, gute Frage. Jetzt bin ich mal wieder total überfragt. Upgrade. Ist noch immer 50 Stück brauche ich von dem Draht. Okay. Aber ist ja kein Problem. So. Und Upgrade 2. Auf geht's. Jo, erstmal den Draht da reinpacken, dann die Stangen und dann die Platten. Sehr gut, bereit für Upgrade 2. Hui. Wieder neue Gebäude. Congratulations. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective, hub upgrade, conveyor belt. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. So, jetzt kommen Förderbänder. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Immerhin, ich habe schon hier ein kleines Räumchen jetzt. Sieht doch schon ein bisschen wohnlicher aus hier, ein bisschen sicherer. Haha, das ist doch schon mal cool. Und jetzt errichte Konstruktoren, um die Produktion einfacher Teile zu automatisieren. Konstruktoren soll ich bauen. Strommaste gibt es auch, das ist schon mal gut. Konstruktor, da ist einer. Erzeug aus einem Teil ein anderes Teil. Kann automatisiert werden, indem Teile mit einem an den Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt werden. Die produzierten Teile können automatisch extrahiert werden, indem die Förderbände an den Ausgang angeschlossen wird. Okay. So, Kabel brauchen wir. 14, was ist das hier? Verstärkte Eisenplatte. Habe ich noch nicht. So, Stromleitung ist alles kein Problem. Also verstärkte Eisenplatte baut man dann wieder hier. Da. Dafür brauchen wir mehr von den normalen Eisenplatten. Gut, wir müssen uns also um Eisen kümmern, sehe ich gerade. So, Biomasse. Kann man auch die Blätter zusammenbauen. So. Dann wird aus Blättern Biomasse, das ist schon mal gut. Jetzt bauen wir die mal hier rein. Packen die mal hier rein. So. Läuft. Da ist jetzt auch mehr braunes Zeug drin, glaube ich. Also, Strom wird gebaut. Errichte Strommasten, um dein Stromnetz zu erweitern. Jetzt bauen wir einfach mal einen Strommast hier irgendwo hin. Rein aus Prinzip fehlt mir da auch schon wieder was. Noch ein Beton benötigt. Okay. Also, wir brauchen Beton. Wir brauchen Eisen und erweitere deine Produktion für schnellere Upgrades. Okay, das kriegen wir aber alles hin. Upgrade 3, dann gibt es erst Förderbänder.
Also Strommasten und Konstruktoren ist jetzt die Aufgabe für diesen Punkt. Und Beton bauen und so weiter. Und danach kommen erst die Förderbänder. Gut. Also, errichte Konstruktoren. Leute, man muss sich hier ganz schön was überlegen. Was ist das hier? Das sind Schrauben. Schrauben muss ich auch bauen. Dafür brauche ich diese Eisenstangen. Okay. Dann machen wir da mal ein paar Schrauben draus. So, jetzt haben wir schon 30 Schrauben. Wunderbar. Drei Stück. Dafür brauchen wir 8 Eisenplatten. Ach, wir haben ja 8. Ich brauche nur 4. Geil. So, jetzt haben wir eine von dem Ding. Ah, so habe ich das. Ja, okay, da müssen wir ganz viel mehr Schrauben bauen. Also, so oder so, wir kommen nicht um das Eisen dran vorbei. Das wird eine ziemlich starke Eisenthematik hier werden. So. Und Beton. Wie kriegen wir Beton? Dafür brauchen wir Kalkstein. Das habe ich gerade eben hier reingepackt. So. Beton ist auch breit. So. Wir haben schon mal 8 Beton. Und damit können wir doch schon diesen Mast bauen, ne? Nee, in der Mitte, das fehlt noch. Was ist denn das in der Mitte? Das in der Mitte ist so eine Eisenstange. Na toll. Ich komme an dem Eisen nicht vorbei. Ob ich will oder nicht, Eisen muss sein. Ich will nur nicht so weit laufen, das ist das Problem. Ich gehe mal an dem Giftvieh hier vorbei. Oh, nee, da geht's tief runter. Nee, da gehe ich doch nicht hin. Habe ich gedacht, ich könnte da jetzt ein bisschen Eisen abfarmen, aber nein, kein Eisen. Dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen... Ah, wir haben ja schon wieder 2 Plätze mehr hier. So, das ist gar kein Thema. Wir haben ja Platz ohne Ende. Ich gehe mal in die Richtung einfach mal rein, aus Prinzip. Die Steine werden wir schon finden. Oh, der ist ziemlich weit weg bestimmt. Ich sammle halt die ganzen Blätter wegen Biomasse und wegen dem vor allem Dingen Heilung. Oh, das ist ein giftiger Turm. Da wollen wir nicht hin. Na, da geht's tief runter. Kann ich das oder kann ich das nicht? Gucken wir mal, ob wir sterben können. Oh, passt. Kalkstein brauchen wir nicht. Dafür kriegen wir Beton. Wir brauchen Eisen. Was scanne ich überhaupt? Ach, ich kann auch Kalkstein nicht scannen. Es geht immer weiter hier. Warum ist Eisen denn jetzt so ein Problem? Das hier ist Kalkstein. Da kann ich wieder so einen Miner für Kalkstein hinbauen. Da 300 Meter ist Eisen. Ich gucke noch mal ganz kurz, was jetzt am nächsten ist. Da ist gar keiner. Da ist keiner. 500, 600, 282. Nehmen wir den. Oh, was ist das da oben für ein Vieh? Da fliegt aber ein großer Flattermann rum. Und was ist das? Sammerz. Nehmen wir einfach mal was mit von. Sammerz. Okay. Muss man vielleicht auch haben. Kenne ich noch nicht. Tja. Und das war natürlich wieder das Beste. Hier geht's nicht hoch. So hoch kann ich auch nicht springen. Na, super. Dann bleibt mir nichts übrig. Wir müssen weiter Erz suchen. Sollen wir mal zu dem Luftballon da, der sieht doch auch schon.